Leute, herzlich willkommen zur FIFA 15 Demo. Für mich ein großer Augenblick, und zwar ist das nämlich zugleich auch eine Ankündigung, weil FIFA 15 auch auf unseren Kanal kommen wird, und zwar auf eBro Sports. Und ja, sobald der Release da ist, ist auch mein Aufnahmegerät für die PS4 da. Dieses Video habe ich jetzt mit der Share-Funktion auf der PS4 aufgenommen. Und dann wird es auch Let's Plays geben zu FIFA 15, beziehungsweise werde ich mit Freunden zocken, gegen Freunde zocken. Das Ganze wird sich dann Bro vs. Bro nennen, habe ich mir schon gedacht. Und ja, jetzt mal kurz ein erster Einblick. Ich lasse euch mal genießen und dann erzähle ich euch ein bisschen was zu FIFA 15. Today it's Liverpool against Manchester City. What a big day. The league title could be won here today. Stay glued to your screen. This could be dramatic for the home fans. Let's head straight off to Anfield, shall we? Magnificent day on Merseyside, the sun beating down. Here's your commentary team, Martin Tyler and Alan Smith. Hi there, everybody. Martin Tyler here, along with the former Arsenal and England striker Alan Smith. Also von der ganzen Atmosphäre ist alles hier schon mal sehr, sehr cool gemacht. Was ihr jetzt gleich sehen werdet, ist ein erstes neues Feature. Und zwar die Barclays Premier League ist mit allen 20 Stadien vertreten. Hier ist die Anfield Road, die war natürlich eh schon dabei, aber das Ganze bedeutet nämlich auch, dass alle Menüs etc., alle Anzeigen im Spiel übernommen wurden aus der Premier League, wie ihr sie vielleicht von Sky zum Beispiel kennt. Und das Ganze sieht dann richtig, richtig geil aus. Hier werdet ihr es jetzt mal sehen, die Aufstellung. Simon Mignolet starts in goal. Martin Skrtel starts alongside Daniel Agger in the heart of the defense. In attack, Daniel Sturridge partners up front with Ricky Lambert. Nächste coole Sache ist, dass sie die Aufstellung vorlesen. Zwar nicht komplett, aber immer wieder ein paar Spieler davon. Hier. Und das Ganze ist hier jetzt schon die Premier League Oberfläche, so wie ihr es wirklich aus den Fernsehübertragungen kennt. Also sie haben sehr viel Wert bei FIFA 15 darauf gelegt, wie das Ganze inszeniert ist. Und das Ganze gleicht jetzt schon mehr einer Fernsehübertragung, was jetzt auch die Grafik angeht. Und sieht schon mal richtig, richtig gut aus. Jetzt gibt es dann gleich den Ankick. Das seht ihr dann mal, wie ich... Ich habe ein bisschen gezockt vor dem Spiel, aber noch nicht wirklich viel. Das heißt, das Ganze sieht noch etwas unrund aus. Wird dann in den Let's Plays hoffentlich besser. So, das sieht zum Beispiel schon richtig, richtig geil aus. Und los geht's. Ankick Ricky Lambert, der Neueinkauf. Ich weiß jetzt gar nicht, von wo der gekommen ist. Er trägt die 9 bei Liverpool, was ja eine recht große Ehre ist. Und hier sieht man im Endeffekt, ich überlege gerade, ob es hier schon mal etwas Neues gibt. Momentan sieht es noch recht normal aus. Links oben seht ihr auf jeden Fall auch wieder die Barclays Premier League Anzeigen. Also das Ganze sieht wieder real aus. Die Bewegungen wirken etwas anders, teilweise noch nicht ganz so rund, das liegt einfach an der Demo selbst. Auch bei den Torhütern gibt es einiges, ihr werdet hier heute noch einen Patzer sehen, wo man einfach merkt, dass die Tormänner, die komplett überarbeitet wurden, noch nicht voll in das Spiel integriert sind. Aber das ist, denke ich, ein Prozess einfach am Anfang. Rechts oben war jetzt kurz ein Feature, ich habe es da jetzt noch nicht gezeigt, ich zeige es euch dann später. Ihr könnt jetzt die Spieler steuern, die den Einwurf empfangen sollen oder beim Freistoß einen Pass empfangen sollen, was recht cool ist. Hier mal mein erster Schuss mit Ricky Lambert leider drüber. Wiederholung sieht auch richtig gut aus, sieht jetzt aber fast so aus wie in FIFA 14 eigentlich, da ist jetzt nicht viel anders. Es gibt auch die Torlinientechnik. Wie das Ganze ablaufen wird, kann ich euch nicht sagen, weil nicht sonderlich oft der Fall eintritt, dass man die wirklich brauchen würde. Wenn ich es mal haben sollte in einer Demo, dann werde ich es euch auf jeden Fall aufnehmen. Ricky Lambert zieht dann nach innen, Pass auf Sterling, aber Schuss geblockt. Henderson, aber die Ablage in die Mitte, landet bei Touré. Ja, hier hat man zum Beispiel wieder die KI gesehen, die noch nicht ganz so rund ist, dass Touré den Ball hier in Zeiten outrischt. Etwas eigenartig, Henderson, Sterling. Und da haben wir das 1:0 und das ist der angesprochene Torwartfehler. Also ihr seht hier die KI von den Torhütern. Die ist sehr schwer einzuschätzen in der Demo, weil sie teilweise unglaubliche Paraden haben, die auch richtig gut und real aussehen. Und dann gibt es halt wieder solche Patzer wie den hier. Kann man nicht wirklich einschätzen, wie das dann in der Vollversion werden wird. Ich glaube, dass sie das ganz gut hinkriegen werden. Ich bin da guter Dinge. Zocke FIFA eigentlich 1997 war mein erstes FIFA. Also
ja, bald mein 20-jähriges Jubiläum. Gott, ich werde alt. Lambert, jetzt schöner Pass auf Glenn Johnson. Der ist, ja, bedrängt von Nasri, kommt da zur Flanke, aber da wird nichts draus. Ihr seht jetzt hier schon ein bisschen, achtet auf den Rasen, weiße Punkte, Streifen, wie auch immer, das ist die Rasenabnutzung. Die hat spielerisch keinerlei Auswirkungen, aber optisch. Das Ganze wirkt in der Demo etwas übertrieben gemacht. Ja, ob das jetzt in der Vollversion wirklich so sein wird, kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Hier mal schönes Tackling. Flanagan. Und jetzt kommen wir kurz mal zum Teammanagement. Das sieht auch neu aus, neue Oberfläche. Das Ganze hier, ja, weniger... Also ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen ungewohnt. Ich fand es alt besser. Die ganzen Fähigkeiten müsst ihr jetzt hier dann extra aufmachen jedes Mal. Ansonsten, ja, ist das Ganze sehr simpel gehalten. Na, da wollte ich euch noch was zeigen. Ihr könnt hier verschiedene Aufstellungen fix schon einstellen für euch. Hier sind die Standards. Wenn man da jetzt zum Beispiel Elfmeter anklickt, dann sieht man hier einfach die Fähigkeiten der einzelnen Spieler. Ist jetzt auch nicht ganz so übersichtlich, aber sieht dafür ganz cool aus. Jede Menge Anweisungen und Taktik. Wenn man zum Beispiel auf Konter geht, dann ist dementsprechend ja die Aufbaugeschwindigkeit schneller. Das testen wir jetzt auch einfach mal aus. In der kurzen Zeit, ja, in der kurzen Zeit, die ich die Demo bisher gespielt habe, habe ich jetzt gemerkt, dass die taktischen Anweisungen schon sehr gut funktionieren. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, auf Angriff und auf Defensive zu stellen. Viel mehr Stufen als bisher und die Spieler nehmen das auch wirklich ernst. Man hat einfach das Gefühl, dass die Taktik jetzt mehr Auswirkungen hat. Hier schöner Pass von Jordan Henderson, Sterling mit dem Haken, aber Joe Hart, gute Parade. Ja, im Endeffekt wirkt das Spiel für mich von den Bewegungen her realistischer, auch wenn es noch einige Dinge gibt, die unbedingt besser werden müssen, damit das Spiel dann auch wirklich gut wird. Zum Beispiel eben die Torwart-KI, aber auch Schüsse sehen teilweise nicht ganz so gut aus. Ich weiß nicht, ob man da noch... schade, wäre ein schöner Pass gewesen. Die hohen Laufpässe haben sie auch etwas entschärft, hatte ich bisher so das Gefühl. So, Lambert, Henderson. Da wollte ich jetzt eigentlich eine Ecke für euch rausholen, weil ich euch das mal zeigen wollte. Ist sich jetzt hier nicht ausgegangen. Aber egal dabei. Ja, ansonsten, was gibt es noch Wichtiges zu sagen? Es sind auch über 200 neue Player-Faces dazugekommen, also echte Spielergesichter, die sie eingescannt haben. Was das Ganze noch realer machen wird, also die Premier League zu spielen, hier mal der Wechsel, den wir festgelegt haben. Premier League zu spielen wird auf jeden Fall um einiges mehr Spaß machen als bisher und das war bisher aber schon, finde ich, die absolut coolste Liga. Und jetzt, wenn man, müsste nur auf YouTube eingeben, wenn man hier dann die Videos ansieht, was da eigentlich alles möglich ist mit 20 originalen Stadien, das wird dann richtig, richtig cool. Also auf das freue ich mich dann wirklich schon. Spielerisch muss ich sagen, die ersten paar Partien war ich etwas enttäuscht. Da habe ich mit dem Flo, einem guten Freund von mir, gespielt. Eigentlich immer gegeneinander. Und wir waren etwas, keine Ahnung, negativ eingestellt, muss ich sagen. Etwas enttäuscht von der Demo. Aber mittlerweile, je länger ich sie zocke, je mehr ich mich darauf einstelle, desto besser wird das Ganze, finde ich. Hier auch eine schöne Wiederholung von dem Foul. Also die Spieler fallen auch wesentlich realistischer. Die Engine haben sie weiter sehr gut verbessert. So, jetzt gibt es hier einen Freistoß. Komische Parade irgendwie. Den kann man schon mal festhalten, glaube ich. Sieht die weiter am Drücker, aber abseits. Jetzt kann ich euch kurz noch was zeigen, was ich vorher schon angekündigt habe, und zwar die Bewegung. Wenn ihr jetzt mit dem rechten Stick euch bewegt, dann habt ihr plötzlich einen Verteidiger zum Auswahl, zum Beispiel hier. Und könnt euch dann einfach anbieten und der Torhüter passt dann automatisch, wenn ihr X drückt, genau dorthin. Das geht bei Ecken auch. Sehr, sehr praktisch ist das Ganze bei Einwürfen. Das habe ich euch jetzt leider nicht zeigen können. Bei Einwürfen war es immer wieder so, dass die Spieler total vollgestellt waren. Und ja, das haben sie jetzt um einiges besser hinbekommen. Hier auch die Zuschauer sind richtig, richtig cool aus mittlerweile. Trikot ziehen ist jetzt dabei, das habt ihr jetzt leider noch nicht gesehen. Und hier auch die Player Faces. Jetzt sieht man nochmal kurz, warum ich von einer Fernsehübertragung geredet habe. Wenn man sich diese Videos hier jetzt anschaut, diese Szene, dann sieht das richtig cool aus. Na gut, danke fürs Einschalten. Meine ersten Infos, meine ersten Eindrücke zur Demo. Wir sehen uns dann auf Ebro Sports. Bitte abonnieren und schaut wieder vorbei. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Und ja, bis dann, liebe Leute. Ciao.